Guten Tag und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind immer noch in der letzten Welt und legen direkt los mit dem Level Glatteis-Trümmer. Das hört sich ziemlich krass an und ich habe tatsächlich auch ziemlich Bock auf einen herausfordernden Level, also bring it on. Die Musik in diesem Spiel, Mann, das ist unfassbar. Es ist einfach nur geil. Geil, geil, geil. Ha. Habe ich irgendwie gerochen? Weiß nicht wie. Und hier auch nicht einfach nur spammen, sondern ein bisschen schauen, dass man es hinbekommt, die Bananen vernünftig einzusammeln. Weil, wie man gesehen hat, dreht sich das Ding immer schneller. Je nachdem, wie oft man schießt. Finde ich echt eine nice Mechanik. Gute Idee. Und auch gut umgesetzt. Was ist das denn hier? Okay. Ist anscheinend nicht ganz runtergefallen. Ach so. Ja, das war ja jetzt eher lame. Das war jetzt nicht ganz so schwer zu sehen. Das leuchtende K. Moment mal. Oben ist doch was, oder nicht? Na, nur ich habe die Chance jetzt verpasst, da oben hinzukommen, weil ich den Pinguin gekillt habe. Naja. Wenn da was gewesen ist, dann spiele ich den Level halt nochmal. Ist jetzt auch kein großer Akt. Hier erscheint immer sowas. Ah, wahrscheinlich hätten wir jetzt schnell sein müssen, ne? Nö. Nö, doch nicht. Den kloppen wir hier einfach weg. Warten kurz. Vielleicht spawnt hier ja noch was. Wer weiß, wer weiß. Aber anscheinend alles gut. Ein Puzzleteil sogar. Okay. Ja, deswegen, ne? Immer alles schön einsammeln. Hau ab. Ach ja, das ist ja echt einfach zu sehen. Hm. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich zu Diddy wechseln. Geht wahrscheinlich einfach nicht anders. Aber ist doch auch mal wieder schön, mit Diddy zu spielen. Ich finde das gut, dass man hier so ein bisschen dazu gezwungen wird. Weil sonst würde man den halt nicht spielen, ne? Aus genannten Gründen. Obwohl, hier ist halt noch ein Gegner, den man werfen kann. Und hier wäre auch noch einer. Aber naja, kann man nicht wissen. Aber wie gesagt, schön, dass wir auch mal wieder mit Diddy spielen. Halbzeit anscheinend. Keine Ahnung. Ja, das war assi. Nein, das war nicht aus Versehen, logischerweise. Dass ich da in den Abgrund gesprungen bin, sondern ich habe das Puzzleteil ganz genau gesehen. Also, nachdem ich mich rübergeschossen habe. Nur ich habe halt bei solchen Dingern immer Angst, dass man da zwar stehen kann, aber es nur fürs Optische ist. Scheiße.
Ja, ich weiß nicht, ob man es einsammeln musste, aber ich werde es jetzt auch nicht. Ich werde es jetzt auch nicht checken. Jo, Puzzleteil gibt's und Moment mal. Es fehlt uns ja nur noch das G. Ehrlich gesagt, gehe ich da mal schnell ins Ziel. Oh, 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 oh. Das ist hier aber ganz schön knapp. Schön, dass wir da keinen Druck mehr gehabt haben. Ja, genau. Wenn man da sterben würde, das wäre echt ärgerlich. Naja, wir hatten zum Schluss keinen Druck mehr, weil wir da alles schon hatten. Aber ich fand den Level geil. Der war recht herausfordernd. Und hat trotzdem Spaß gemacht. War echt gut. Next. Dürfen wir wieder Lore fahren? Glaziale Fasszeit. Okay, kein Lore fahren. Aber dafür wahrscheinlich Raketenlevel. Oh. Ich sehe erst, wir sind... Ich sehe gerade, wir sind erst knapp 7 Minuten in der Aufnahme drin. Gibt's hier auch ein Fass oder halt irgendwas Werfbares? Wahrscheinlich hier drin, ne? Nö? Hä? Okay. Ja, gut. Hier gibt's wahrscheinlich... Also... Ich glaube, das ist in Leveln immer so, wenn da irgendwas zum Öffnen ist, dann muss man das nicht zwingend mit so einem Partnerfass öffnen. Außer es ist wie in diesem Fall so, dass man es vorher schon gesehen hat. Ziemlich offensichtlich oder relativ offensichtlich. Aber sonst glaube ich nicht, dass man irgendwo was mit so einem Partnerfass öffnen muss. Alles klar. Direkt erstes Puzzle... Nee, Moment. Zweites Puzzleteil bekommen. Und da wäre ich fast komplett dumm reingesprungen. Aber naja. Soll's. Und tatsächlich. Ein Fass. Okay. Lol. Kacke. Ja, da muss man auch erstmal wieder ein bisschen umdenken. So dieses, Fassgefühl nochmal, neu auffrischen. Ehe man da wirklich vernünftig reinkommt. Ich meine, das Einsammeln hier geht ja schon noch, schon wieder, ist er gesagt. Aber halt dieses Schalten. Dass man wirklich darauf achtet, okay, ist ein Fasslevel. Muss immer mit jedem Scheiß hier rechnen, dass hier mal was runterfallen kann. Oder ich mal auf einmal gegenlenken muss. Boah, ich hoffe, keine der Bananen musste ich in einer Reihe einsammeln. Das aber ziemlich sicher. Ja gut, habe ich jetzt sowieso verkackt. Aber ich hätte es eigentlich lieber zu Ende gespielt.
Level. Warum habe ich jetzt Diddy genommen? Wahrscheinlich ganz einfach zu beantworten. Kann sein, also kann sogar sehr gut sein, dass ich hier nochmal abkratzen werde. Weil ich meine, wir haben erst das K bekommen und ich bin hier schon dreimal richtig lost gegen eine Decke gedonnert. Also es kann gut sein, dass ich das hier nochmal verkacken werde. Und wie schon gesagt, ist immer schön, mal wieder mit anderen Charakteren zu spielen. Und dafür gab es kein Puzzleteil. Oh, ist der aus... Ich glaube, der ist aus dem anderen Donkey Kong Country, ne? Kann das sein? Aua. Nee, das... Was soll die Scheiße? Ich dachte, man müsste die Münzen alle in einer Reihe einsammeln und dachte mir so, boah, das ist richtig anspruchsvoll. Das ist mal ein geiles... Hallo? Er hat nicht nach oben gelenkt. Ja, komm. Können wir eigentlich... Hätte ich eigentlich sowieso neu starten müssen, die... Hätte ich eigentlich sowieso direkt neu starten müssen. Aber so geht's natürlich auch. Er hat einfach nicht nach oben gelenkt, der Arsch. Obwohl ich ein paar Mal gedrückt habe. Steuer ja so durch Tappen. Der Sprungtaste. Aber dass die da kein vernünftiges Puzzleteil gemacht haben, sondern diese Verarsche einfach nur mit den O, das ist bescheuert. Oh, Puzzleteil. Ganz wichtig. N haben wir. Habe ich sogar echt gut gesteuert da an der Stelle. Und habe ich das gerade richtig gesehen, dass es hier 7 Puzzleteile gibt und wir erst... Alles klar. Keine Ahnung, ich komme mit den scheiß Schneebällen irgendwie nicht so klar. Dass ich erst 3 Puzzleteile eingesammelt habe. Ja. Oh nee. Da muss ich jetzt auch wieder vernünftig spielen, dass ich hier die... Wow. Dass ich hier die Buchstaben kriege. So, hier von oben einfach dran. Oh. Habe ich ein bisschen verkackt. Aber was soll's. Hier wieder schön die Bananen einsammeln. Machen wir trotzdem, obwohl wir es nicht müssen. Warum auch nicht. Keine Ahnung, ich bin irgendwie... Irgendwie bin ich da zu scheiße für. Scheiße, Mann! Diese Kackschneebälle! Ja, komm, nochmal neu. Eben habe ich noch gesagt, ja, wir sind erst 7 Minuten in den Part rein und habe mir schon gedacht, ja, vielleicht kriege ich den Part nicht mehr vernünftig hin mit 2 Leveln und muss dann ein drittes machen, aber... Nö. Das Spiel's... Das Spiel zeigt mir schon, wo es lang geht. Aber die Items zeigen ja einen auch immer an, wo man herfliegen muss. Also weiß ich gar nicht, was ich hier so am Rumspacken bin. Also schön auf die Items achten. Okay, ich habe versucht, die Items zu achten und wurde anscheinend mal wieder verarscht. Genauso wie mit den Münzen hier. Okay, anscheinend kann man sich auch nicht immer drauf verlassen.
Das ist ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Ey, komm jetzt. Es reicht jetzt aber auch. Also spätestens beim nächsten Mal will ich es dann auch schaffen. Ja, und das Puzzleteil ist echt nicht schwer zu holen. Aber gut, wenn man dann einen nervösen Finger hat und... Keine Ahnung, ich sehe den Schneeball am Anfang einfach nicht. Ich habe übelst den Tunnelblick auf den zweiten Schneeball und denke so, ja, das ist der erste, den ich ausweichen muss. Aber nö. Holy shit, ey. So. Jetzt ist aber auch genug. Jetzt schaff mal ein Level. Ach, scheiße! Ich bin zu blöd dafür. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege es nicht hin. Alles andere ist kein Problem, aber ich kriege es da nicht hin, diesen beschissenen Schneebällen auszuweichen. Das ist zum Beispiel schon wieder so ein Level, der... Hä, was? Was? Es ist nicht wahr. Das ist zum Beispiel schon wieder so ein Level, der einfach nur scheiße ist irgendwie. Das, keine Ahnung, zu schwer will ich jetzt nicht sagen. Der ist einfach nur... Versucht einen die ganze Zeit zu verarschen. Es ist einfach nur dumm. Einem wird zum Beispiel hier durch die Items angezeigt, yo, da kannst du herfliegen. Nee, kannst du eben nicht. Ich finde, da wo Items sind, sollte man auch herfliegen können. Nicht so ein Quatsch gemacht werden, wie da an der Stelle zum Beispiel auch, wo ich eben tausendmal gefailt habe. So macht das nämlich absolut keinen Spaß. So, hier jetzt darauf achten, da vorne ist ein Schneeball. Fliegen wir hier unten durch. Wunderbar. Ich weiß nicht, warum ich es nicht hinkriege. Wahrscheinlich, weil ich einfach scheiße bin oder so. Ich weiß es nicht. Ja, lol. Aber von denen Schneeball werde ich nicht getroffen oder was? Das Fass... Ist mit der Textur des Schneeballs, ist überlappt. Und da auch, da habe ich eigentlich, bin ich auf den Boden aufgeschlagen. Aber juckt das Game ja nicht. Mein Gott, ey. Mann, wie ich mich von diesen Scheiß-Effekten beirren lasse. Aber ich denke, diesen Bananenspuren können wir halt auch vertrauen. So, da habe ich es jetzt wieder gut gesteuert. So wie beim ersten Mal. Ich weiß nicht, warum... Was? Ich hab das nicht berührt!
Wenn das Fass irgendwas berührt, dann ist das nicht schlimm, aber wenn Donkey Kong ein... Da zum Beispiel schon wieder. Ja, ach, scheiße. Wenn Donkey Kong sich nur einen Zentimeter oder einen, keine Ahnung, einen Meter an so einem Dingen annähert, dann wird er magnetisch angezogen, oder wie darf ich das verstehen? Und kriegt da durch Stromübertragung oder keine Ahnung, durch irgendeinen Scheiß kriegt da ein Damage oder was? Was ist denn das? Für ein Quatsch hier. Da zum Beispiel schon wieder. Aber wenn Donkey Kong da überhaupt nicht den scheiß Schneeball berührt, dann kriege ich Damage oder was? Kein Puzzleteil hierfür, schade. Was zum Teufel? Auch dafür nicht? Gott, oh Gott, was kommt hier denn jetzt? Muss ich springen oder so? Wenn ja, warum wird einem das nicht gesagt? Okay, da oben... Ja, man muss springen. Da oben steht, dass man in der Lore ist, aber hä? Wer... Was? Scheiße. Ja, okay. Ist eine coole Idee, aber ich finde, ich meine, es gibt ja diese komischen Schweine, die einen sagen, yo, du kannst steuern. Warum gibt's das hier nicht? Das wäre viel geiler. Und zwar um Längen. Ich habe nur 3 von 7 Puzzleteilen. Was zum Teufel? Ist da rechts wenigstens noch eins? Ich probiere es jetzt einfach. Ja, hier ist eins. Aber halt sonst... Trotzdem nur 4 von 7 Puzzleteilen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte es einfach Dingen halt auch fast verkackt. So wie im letzten Part war es, glaube ich. Das ist eine Dingen, wo man auf diesen Plattform springen musste. Auf diesen Federplattform. 4 von 7, keine Ahnung, was da los ist in den Level. Vielleicht muss man da irgendwie was einsammeln und ich habe es einfach nicht gemacht. 3-mal. Ja, keine Ahnung. Und der Shop ist geöffnet. Wunderbar. Ja gut, Leute. Dann würde ich auch erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.